Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Zero Mission. Das letzte Mal haben wir schon das, was wir wollten. Ah ja, haben wir schon, okay. Hat sich erledigt. Genau. Das letzte Mal hatten wir quasi... Entschuldigung. Ah. Schon das Spiel fast durchgezockt. Naja, wir mussten ja die anderen Bomben setzen. Nur sind wir irgendwo dran gescheitert. Da mussten wir gegen zwei Schwarze kämpfen. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wie wir die besiegen. Naja, auf jeden Fall besiegen wir jetzt erstmal wieder den Endgegner. Der ja nicht so schwer war. Meta-Bitlay, um genau zu sein. So, hier. Und jetzt packen wir schon mal direkt die Super Missiles raus. Mit denen ging das nämlich super schnell. Ach genau. Und wir mussten irgendwie so dodgen. Was eigentlich auch nicht so schwer war. Noch einmal müssen wir treffen. Ah, okay, noch einmal. Aber wir haben die Super Missiles aufgebraucht, deswegen. Jetzt wird's nur schwer, nochmal vernünftig zu treffen. Ah doch, so können wir ihn auch noch treffen. Jetzt haben wir noch. Okay, der gibt uns jetzt nochmal eine Menge HP. Genau. Ist jetzt nicht allzu viel, aber es ist auf jeden Fall genug. Halt die Klappe. Okay. Jetzt evakuieren wir uns. Da oben ging es durch, genau. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, nicht so, dass man dann direkt durchfällt. Gegner kommen noch mehr als genug. So. Da oben ging es lang. Das habe ich mir alles gemerkt. So, die sind ja noch relativ einfach zu besiegen. Frage ist, wo müssen wir überhaupt hin? Ich behaupte mal, wir müssen da zu dem Schiff. Das würde zumindest mal am meisten Sinn ergeben. Ja, die Gegner machen wir alle platt. Sollten auch jetzt gar nicht mehr so viel Schaden abbekommen. Am besten. Jetzt kommt auch die schwere Stelle. Gleich schon. Machen uns zwar auch Schaden, aber das ist jetzt nicht so tragisch. So, da oben können wir auch lang. Bringt mir anscheinend gar nichts. Komm, dann gehen wir jetzt hier unten schnell durch. Wir haben immer noch 3 Minuten. Das sollte auf jeden Fall zeitlich schaffbar sein. Missile-Bomben, die Super. Diese Superbomben haben wir ja noch.
haben wir geschafft. Ich muss ja uns nur noch den Platz frei machen. Aber den nächsten können wir auf jeden Fall schon mal runterschießen, in der Hoffnung, falls ein Gegner ist, dass wir den direkt beschädigen. So, jetzt wo gehen wir am besten lang? Genau, jetzt müssen wir hier lang. Also eins runter. Warte, zieh das von meiner Zeit ab? Nee, okay, dann pause jetzt. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ich weiß nicht, wie zur Hölle ich die besiegen soll. Ich verstehe es nicht. Oh je, gut, dann mache ich mir kurz den Cutlauf wieder ein bisschen vor. So, jetzt haben wir es wieder geschafft. Diesmal sogar haben wir es um einiges besser geschafft als das letzte Mal. Also ich zumindest, weil diesmal war der ja nicht dabei. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder den ganzen Part durchrennen, weil wir es diesmal aber nicht schaffen. Da oben lang. Werde ich einfach bis zum den zwei Schwarzen das schneiden. Schaffe ich das gerade nicht. So, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mit dem Stick wieder spiele. Da kann ich besser hoch und runter schießen. Und ja, genau. Ich habe noch was rausgefunden, denn ich habe, wenn ich ehrlich bin, habe ich kurz nachgeschaut, ob wir die überhaupt besiegen müssen. Und ja, wir müssen es, also war ich doch richtig. Und da habe ich währenddessen rausgefunden, dass man den hier einfach so einen kleinen Schubs geben kann. Und dann ist man schneller. Ah, guck mal, da oben war auch ein Geheimnis. Wie wir gesehen haben, waren die gar nicht so schwer. Und da kam auch noch einer raus, aber jetzt möchte ich mal schauen, ob da oben ja eigentlich noch was ist. Aber anscheinend passiert da nichts. Ah, okay, so. So. Ja, das. So. War es das jetzt? Oder macht der noch was? Ah, okay, da bringt es selber auf.
Mission complete. Okay. Ja gut, jetzt lasse ich einfach noch die Credits ablaufen. Einfach aus dem Grund, dass wir auch noch eine gewisse Anzahl an Minuten erreichen. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall hier schon mal. Das war auch jetzt für die nächste Zeit erstmal mein letztes Projekt. Natürlich werde ich noch Pokémon abschließen. Weil ich dann warte, bis ich einen neuen PC habe, bevor ich noch neue Sachen aufnehme. Ja, ich denke, dadurch, dass es mein erstes eigenes Let's Play war, war es ganz okay. Ich denke, ich habe mich doch ein bisschen verbessern können in der Zeit, was das Let's Playen angeht. Und wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß auf den folgenden Projekten, die auf unserem Kanal erscheinen werden. Und bis ich mich wieder melde, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und auf Wiedersehen. Und hier war nochmal ein schönes Bild, wie die Shoso Samus Aran aufgezogen haben. Und wir kriegen leider nur den Helm abgezogen, weil wir es sehr lange gebraucht haben. Und wir haben auch kaum Items gefunden. Ja, bis zur nächsten Mission. Ich habe mich zwar schon verabschiedet, aber ich würde mal ganz kurz gerne uns in das Original-Metroid reinschauen. Ja, das ist zu 100% das Original-Metroid, denke ich mal. Dann versuchen wir mal. Starten wir einfach mal. Ich denke, ich mache jetzt einfach noch 10 Minuten. Ich meine, das Projekt ist jetzt zu Ende, aber können wir mal kurz schauen, wie weit wir noch kommen, weil da kenne ich mich sogar ein bisschen besser aus. So, jetzt haben wir den Morphball. Kann mich aber nicht erinnern, dass es damals schon so man nur so kurz schießen konnte. Aber kann gut sein, dass es schon damals so war. Ah doch, ich glaube, das war ein. So, gehen wir da hoch. Da können wir unten noch nicht rein, dafür brauchen wir die Morphball-Bomben. In dem Teil konnte man nämlich noch nicht speichern. Ich glaube, man hat zwar die Items behalten, wenn man gestorben ist, aber hat dann aber immer wieder mit sehr geringen HP-Werten anfangen müssen. So, jetzt gehen wir erstmal da durch. Ups. Sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen.
Da wollen wir noch irgendeine Taste drücken. Mit der man dann ziemlich schnell. Okay, das war die Pause-Taste. So, die Erfahrung immer, also in dem Spiel war es immer wichtig, auf jeden Fall immer die ganzen Leben mitzuholen. Ich meine, wenn man in der Lage war, das zu speedrunnen, war es dann auch egal, aber. So. Ich will halt da oben nicht in den reinspringen. Jetzt lass mich doch da hoch. Ich kann ihn halt auch so nicht treffen. So, ein HP haben wir noch. Halb so tragisch. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was bekommen. Wie man sieht, eigentlich relativ einfach. So, aber dadurch, dass ich jetzt nur noch ein HP habe, muss ich aufpassen, dass ich von nichts getroffen werde. Ich glaube, hier sterben wir auch gleich schon. Da haben wir auch nicht. Das heißt, wir müssen so klarkommen. Hier schon sehr kritisch, weil da überall diese Dinger rumfliegen, die gar nicht so ohne sind. Aber hier müsste man eigentlich. Ja, da. Wenn man da weitergeht, kriegt man auf jeden Fall schon mal das erste Leben und alles. Mache ich jetzt auch nicht so weiter. Sehr viel Progress to the Memory. Preventing. Okay, machen wir No. Machen wir No. Dann. Was das jetzt auch wirklich. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.